Hallo ihr Lieben, euer Gürtel ist hier mit deinem Tactics 2. Yep, wir sind wieder mitten in einer Schlacht. Und zwar die schlechte wie vom Workshop. Oh mein Gott. Aber wir haben im letzten Part Yuan Shu rekrutiert und jetzt können wir tatsächlich Yuan Chao bekommen. Und ich freue mich super auf Yuan Chao, weil den kriegt man eventuell gar nicht, wenn man Pech hat. In keiner Story. Oh, was ist das für ein Team? 11.000 Truppen. Ey, es sind nicht 10.000, es sind nicht 10.999, es sind 11.000 Truppen. Es sind nicht 1.100, es sind 11.000. Sag mal, Yuan Jin. Kann man dir irgendwie helfen? Geht's dir zu gut oder so? Pff, die haben fast so viele Truppen wie wir. Und hier kann ich kaum Pit machen, hier ist nur Wasser. Scheiße. Aber hier kann ich Pit machen, auf dieser Ebene. Das ist gut. Pity Pit, Pity Pit, Pity 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 Pit. Okay. Du kannst dorthin. Okay. Mhm. Es gibt einen All-Attack. Es gibt einen All-Attack und einen Arrow. Boah, Jiangjin ist echt eine Granate. 11.000 Truppen. Ja, ohne Scheiß, hat er sich, der hat sich bestimmt irgendwie eine Spritze oder so reingehauen. Er ist gedopt, Mann. 11.000 Truppen, Mann. So viel wird mal so Quan, der Endboss der gesamten Liu Bei-Story haben. Wisst ihr, wie insane das ist? Oh, hier mache ich, glaube ich, einen Raid. Einfach wegen Value. Ihr versteht, was ich meine. Das ist übelster Value. Yep. Das ist übelster Value. Das mache ich einfach. Da machen wir übelst viel Schaden. Und nicht als Link, oder? Als Link, als Link, als Link. Du linker Hund. Doch als Link. Ich glaube doch als Link. Hey, er ist ja auch noch dran. Er ist ja auch noch dran. Er ist ja auch noch dran. Dü, dü, dü. Ja. Ich mach das als Link. Ob's euch passt oder nicht, ich mach das als Link. Der kann uns nicht aufhalten. Ja, schade, dass hier noch keiner mit Pit oder sowas ist. Das wäre so cool. Naja, egal. Hm. Lieber Tat. Tat oder Raid? Lieber Tat. Dann bewahren wir uns den Raid. Könnte auch nützlich werden, wenn die alle nebeneinander stehen. Wenn wir so doof sind und alle Soldaten nebeneinander stehen und dann weinen, wenn ich irgendwelche krassen Raid-Commas mache, dann ist es so. Oh, jetzt geht's auf, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich Raid nutzen. Oh. Oh ja, was? Nur 2000? Wingard! Wofür bezahle ich dich? Wingard ist so scheiße. Warum bist du so schlecht in dem Spiel? Normalerweise ist Wei-Yan der übelste Berserker. Oh mein Gott. Ja! Diese Schlacht verlieren wir. Ich habe aber schon den Ersatz für Li Jue. Und zwar Kong Rong. Und oh, nee, Yuan Shu packe ich einfach rein. An Yuan Shu muss ja Spion werden. Um Yuan Chao zu rekrutieren. Ja, das ist. Solche Strategien sind nicht unbedingt schlau. Einfach reinzugehen. Seht ihr hier. Der ist jetzt nämlich tot. Jetzt hätte ich gecornert. Ja. It is how it is, Leute. Manchmal müssen Opfer gebracht werden in einer Schlacht. Nicht gut. Aber er lebt noch. Er lebt noch mit 6.000 Truppen. Immerhin. Oh, noch lebt er. Wo asozialer. Er hat kein Aid, nichts. Er ist asozial. Bitte. Nein. Kann ich nicht machen. Dein Ernst. Dein scheiß verdammter Ernst. Okay. Es ist nur Tat. Sag mal, ist da hinten nur Wasser? Was ist das für eine Map? Da hast du nur so einen kleinen Landlauf und da hinten ist nur Wasser, oder was?
Nee, aber so viel Wasser. Guckt euch das mal an. Boah, scheiße. Hier haben wir den Charge, hier haben wir den... Nee, der hat mehr Moral. Das heißt, wir können All Attack machen und dann Fire Arrow. ...76 Moral, 61, 70, 55, 63, 80. Ah, ich... Oh Leute, das ist schon wieder so scheiße. Weil wenn er jetzt hier verkackt, dann haben wir ein Problem. Und die Chance nur bei 76%. Ich muss es riskieren, den Link. Weil, wenn er verkackt, dann wäre ich ausgerastet. Die Duis stirbt aber so. Ist einfach so. Ja, ja, der ist tot. Okay. Das wäre eine Schlacht, die sehr, sehr knapp werden kann. Ich denke, wir müssen probieren, irgendwie... den in die Pit zu bekommen, den feindlichen Oberbefehlshaber. Die sind tausendmal stärker als unsere Truppen. Nein, what are you doing? Ich zieh mich zurück. Ich glaube, ich zieh mich einfach zurück mit Lidre. Besser als Lidre zu verlieren. Das ist wirklich ein Kampf. Ein Kampf, wie im Buch steht. Nee, dann machen wir einen Raid. Mann, jetzt, was soll das, ey? Oh nein, jetzt wird er blockiert. Jetzt geht das schon wieder nicht mit dem Link. Das steht hier im Weg. Och nö. Das geht jetzt nicht, Leute, mit dem Link. Ist da was? Pass mal auf. Eins der wenigen Male, wo ich sage, Pierce ist cool. Oh shit. Der ist gleich dran. Ja, da müssen wir auch abhauen. Ja, der hat All Attack. Ja, dann wäre Weyan tot. Bloß nicht linken. Dann wäre er tot. All Attack dürft ihr niemals unterschätzen. Look behind you. Luxon. Nein, Link broken! Okay, Leute, ich hätte es machen sollen. Ich war wieder zu greedy, wie immer. Ich hätte es einfach machen sollen. Charge 2 mit 69% Chance und es funktioniert. Alles klar. Aber er begibt sich in krasser Gefahr. Das ist schon so eine Sache. Kannst du hier denn machen? Fire Arrow. Wenn ihr den gleich angreifen, Tai Chi Si. Achso, irgendwie Switch. Switch hat er. Switch. Raid. Könnten wir hier eine Pit machen. Oh, ich mache hier Switch. Und dann machen wir All Attack mit Guan Su. Ich glaube, das ist noch viel besser. Und dann könnten wir das Ganze noch mit Fire Arrow kombinieren. Pit Fire Arrow. Das ist geil. Das machen wir. Oh, das war unklug gegen Tai Chi Si. Ja, das war unklug. Fuck. Wei Yan und Li Jue waren auf jeden Fall sehr, sehr mutig. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Die waren super mutig. Mhm. Das linken wir.
On attack, switch. Ach, ich bin doch dumm, ey. Ich bin doch so dumm. Wenn ich Switch mache, dann steht der doch im Weg, oder? Das geht gar nicht, was ich vorhatte. Nein, Leute, das geht gar nicht. Okay, dann machen wir wieder Plan B. Switch, Raid, Hit. Ja. Ist auch vollkommen in Ordnung. So kriegen wir Huang Zhong schnell an der Front. Und Guan Su soll sowieso da hinten ein bisschen supporten. Ist gut so. Shift. Naja, was soll ich anderes machen, ne? Ich glaube, Li Dui stirbt wirklich in dieser Schlacht. Der hat halt gar nicht mehr viel. Und ich kämpfe gegen den Schlimmsten. Ich hab echt Angst vor Taishi. Guck mal, wir nur einen Schaden machen. Wir müssen uns um den Oberbefehlshaber kümmern, ey. Sonst verliere ich. Luxun. Luxun muss vernichtet werden. Guckt euch das an. Keine Chance. So schlecht ist dieser Armee. Oh, das ist echt nicht gut. Aber ich kann ja die Pits nicht erfolgreich benutzen, weil hier nur Wasser ist. Hier ist nur Wasser und Küste. Ja, Wei Yan ist tot. Oh Leute, ich weiß gar nicht, was jetzt passiert, weil die dritte Armee wird jetzt komplett ausradiert. Wird auch komplett von Wu wahrscheinlich gefangen genommen und rekrutiert. Oh mein Gott, das ist nicht gut. Ja, natürlich, Li Dui wird auch erwischt. Frag mich zwar, wie das funktioniert. Eine 100 Kilometer weit entfernt steht, aber hey. Flat ist wohl doch nicht so schlecht. Machen wir nochmal einen Angriff. Also ich bin schon eine Pessimistin, ne? Aber dieser Fight ist aber auch so schlimm wie kein zweiter. Kann man nicht anders sagen. Es wäre Quatsch, mit Huang Zhong jetzt irgendetwas zu machen. Volley oder sowas, es wäre Quatsch. Mal einfach nur mal einen Angriff. Bin ich auch ein bisschen an die Front bekommen. Das war gut. Taishi Xi, der wird für uns sowas im Petto haben. Es gibt nicht so einfach auf. Ja. Okay. Das war's mit Wei Yan. Der hat auch nur 3000 oder so, ne? Nee, der hat doch noch mehr. Li Dui war das, der nur 3000 hat. Go! Was für schlau war, weiß ich nicht. Nein. Leute, das Drama entfaltet sich. Taishi Xi. Okay. Ist nur Tat. Oh, zwei wäre jetzt richtig kacke gewesen. Wir müssen die zwei auch noch aussetzen. Mann, du bist auch useless. Ambush, Ambush, Ambush. Warum hast du keinen Flat? Hier wär's cool. Order Change ist doch nicht so interessant, wie ich dachte. Oh Mann. Dann machen wir was anderes. Das wird echt spannend.
Ich glaube, ich verliere, ey. Weil die sind ja im Favor, die kriegen ja die ganze Zeit Moralboost. Ist nur eine Frage der Zeit, wann wir verloren haben. Es sei denn, ich stand mir jetzt im Oberbefehlshaber. Das ist die einzige Chance zu gewinnen. Raid, dann habe ich verloren. Nee. Touch. Raid wäre echt ein Lose. Das hätte ich nicht überlebt. Viel zu viel Schaden gemacht. Das Ding ist, die Zelte, die erhöhen ja nicht nur die Moral, die füllen ja auch die Strategien mit auf. Auf lange Strecke ziehen wir sowieso den kürzeren. Das ist einfach so. Normal ist alles in Ordnung. Solange es nicht Ort 2 ist, wo man aussetzen muss. Aussetzen ist das Schlimmste, was es gibt in dem Spiel. Auch nicht toll. Das könnte interessant werden. Das machen wir mal. Goosey going ham. Goosey ist jetzt mutig genug, um sich Luxun entgegenzustellen. Los geht's. That by the way auch all attack. Also eigentlich mega risky, was ich mache. Oh mein Gott. Ach komm. Das hält er durch. Goosey. Volles Vertrauen in dir, wie du merkst. Go away, go away, go away. Wenn Luxun jetzt gleich dran ist, dann ist Goosey aber tot. I guess. All attack? Ja, das war's. Hätte ich doch nicht machen sollen. Okay, er macht nur Pinzer. Was auch schon schlimm genug ist, weil er jetzt wieder aussetzen muss. 100 Jahre. Leute, das ist ein Desaster, diese Schlacht. Und jetzt kommt der All-Attack wahrscheinlich von Luxun. Das heißt, er macht Charge. Ne, er macht All, noch dümmer. Nein. Oh, das war viel zu risky. Ich muss echt aufpassen. Hätte er jetzt All-Attack gemacht, ey? Keine Ahnung, wie ich das hätte überleben sollen. Apropos aussetzen. Hi, Taishisi. Wie geht's? Da wir den wahrscheinlich sowieso nicht besiegen können, Taishisi, weil er noch 2000 hat und wir... Oh, never mind. Können wir besiegen. Aber ich will mich halt auf den Oberbefehlshaber so ein bisschen fokussieren, also auf Luxun. Das ist das Ding. Das war gut. Ich kann nicht mitgerechnet, dass es so gut ist. Person, dann vielleicht Muddle? Oh, das als Link. Besser geht's nicht. Hier haben wir 8 und Volley. Wer ist denn gleich dran, der aussetzen muss? Musst du überhaupt noch aussetzen? Du hast ja eben schon ausgesetzt. Das heißt, er muss nicht aussetzen. Leute, ich gamble schon wieder. Ich glaube nicht, dass er aussetzen muss. Ich hoffe es nicht. Ja, gegambelt und belohnt. Super. Das heißt, wir können jetzt hier komplett ausrasten. Mit Persu. Das wird cool. Das wird wirklich super. Voll hinten reingestochen. Jetzt sind die in einer Reihe. Das heißt, wenn Goosey gleich dort noch drankommt, dann hat er einen Raid. Er hat den Raid. Und die stehen jetzt auch in einer Reihe, richtig? Das könnte geil werden. Weil Liu Zhong hat ja auch noch Muddle. Und so viel zum Thema. Auch täusche ich sie, den wir mal eh nicht besiegen können. Yep. Liu Zhong macht's mal gerade. Und jetzt kommt auch noch Huangzhong. Einfach, damit er die Erfahrungspunkte bekommt. Ich glaube, wir gewinnen doch noch. Er sieht so gut für uns aus. Die Gegner haben 5 Offiziere. Wir haben über 5 Offiziere. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5.
6-7, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und Taishi Sie sogar gecaptured. Oh, vielleicht kann Kong Rong Taishi Sie jetzt rekrutieren, weil Taishi Sie ja mal unter Kong Rong gedient hat. Das wäre cool. Komm schon, Kong Rong. Archery wird auch ausgelöst von Wong Jong. Achso, ich dachte, du gehst Wei Yan. Weil bei Wei Yan ist es halt so, dass der nicht mehr lange durchhält. So, viel Spaß beim Aussetzen. Geh direkt ins Gefängnis. Geh nicht über los und zieh auch nicht 2000 Dollar ein. Schön aussetzen. Was sind das für Gegner, ey? Die haben alle so viele Truppen. Boah, 8000 Truppen, 111.000 Jiangqin. Oh nein. Ja, okay. Es musste ja irgendwann kommen. Jetzt ist es passiert. Jetzt ist es aber weg. Und es waren letzten Endes nur 900. Und es kommen auch nicht mal. Eigentlich war es gut. Und der Weg ist frei für die Pit. Xu Gong kann jetzt endlich Pit machen. Das tut natürlich wieder weh. Oh nö, gar nicht mal. Warum war es so schwach? Süß. Xu Gong, wir brauchen gleich deine Pit. Hast du noch Raid? Oh, der hat kein Raid mehr. Warum hast du kein Raid mehr? Naja. Pity, Pity, Pit. Und es funktioniert! Es funktioniert, Leute! Es hat funktioniert! Jetzt sind die in einer Reihe aufgereiht. Vielleicht schaffen wir irgendwie ein Pinzeichen zu bekommen. Boah, diese Schlacht ist echt hart. I am very powerful, it's true! Beweise es auf dem Schlachtfeld. Nein, ich nicht will! Nimm mir meine Seele. Nimm mir alles, was mir viel bedeutet, aber nicht Li Jue. Okay. Li Jue muss, glaube ich, gleich mal so ein bisschen aus dem Verkehr gezogen werden. Wenn wir den noch behalten wollen. Wenn wir nicht wollen, dass die Wutruppen ihn gefangen nehmen. Insane. Double All Attack ist geil. Kriegen wir es noch besser hin? Die Gegner waren alle schon dran, ne? Mhm. Ne, kriegen wir nicht besser hin. Okay. Double All Attack, Leute. Und es funktioniert nicht. Ich glaube es nicht. Das tut weh. Das tut wirklich weh. Aber hey. Wir haben 8, I guess. Ist eigentlich jetzt... Doch, wir kriegen das ja jetzt doch besser hin. Guck mal, das ist ja eigentlich gut. Dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Eigentlich ist das gut. Oh, ich könnte sogar ihn hier linken und damit ihm noch was anderes machen. Das wird ja insane. Wait, ich glaube, das ist super, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Pass mal auf. Das wird komplett gestört. Du musst jetzt nur was anderes machen. Du musst jetzt, was weiß ich, Charge oder so machen. Ja. Oh nee, scheiße. Wird doch nicht so gut. Oh Mann, ich bin so doof. Ich dachte, ich kann hier hin. Dann All Attack und dann hätte ich die voll zerberstet. Naja. Li Jue wird auf jeden Fall sterben in dieser Schlacht. Das wissen wir alle. Hoffen wir mal nicht, dass er gefangen genommen wird. Weil
Der wird sterben. Du, jetzt ist er halt komplett, komplett bei den Gegnern drin. Eine gefährliche Strategie von Lupson und es ist vorbei. Und das war's mit Brillian. Den werden wir nie wiedersehen. Das ist das Problem bei Pias. Egal was passiert, die Wu-Armee ist extrem geschwächt worden. Durch die dritte Armee. Und das finde ich wiederum cool. Ja, George! Let's go! Oh yeah! Komplett alle in eine Reihe. Mann, hat denn keiner mehr einen Raid? Ein Raid wäre so geil jetzt. Arrow bringt mir auch nichts. Ich muss Luxun abschießen, damit er mir jetzt geschwächt wird und Lidwe nicht töten kann. Oh, greift nicht Lidwe an. Ach so, weil er wieder so einen Chain machen möchte. Okay. 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 Geht's uns allen gut? Uns geht's sehr gut. Danke der Nachfrage. Ach du Scheiße, nee. Ich glaube, die Wuttruppen haben nicht aufgepasst. Aber jetzt funktioniert auch All Attack. Funktioniert. Es funktioniert wieder nicht! Scheiße! Guanzu, du Stück Scheiße, warum brauchst du Han Yang nicht eigentlich geheiratet, wenn du so ein unfähiges Stück Müll bist? Meine Fresse. Zum Kotzen. Absolut zum Kotzen, Leute. Das ärgert mich jetzt. Was ging um Lijue's Leben? Was ging um Lijue's Leben? Er ist tot. Er ist tot. Ja, Malle wird jetzt auch nicht ausgelöst, weil er wahrscheinlich jetzt wieder gestunt ist. Richtig? Nee. Doch, richtig. Weil er jetzt in seine Richtung guckt. Ja, wird auch nicht ausgelöst. Alles zum Kotzen, Leute. Nur wegen Guanzu. Oh mein Gott, ist das lächerlich. Das finde ich echt lächerlich jetzt. 86% Chance. Ja, flatt, das war's. Jetzt haben wir verloren. Cool. Okay. Ist in Anführungsstrichen nur Liu Zhong, aber trotzdem. Och Mann. Ey, wir hätten Lidwe retten können. Wir hätten Muddle ausgelöst. Die hätten sich gegenseitig zerberstet. Ja, das war's. Oh ne. Was macht er denn da? Die Bots sind so dämlich. Manchmal. Noch einmal eine Chance. Noch haben wir eine Chance. Das bringt nichts, Leute. Das ist nur eine einfache Kombo dann. Was habe ich davon? Richtig. Nichts habe ich davon. Take this. Ja. Darauf habe ich spekuliert. Dass Lidwe jetzt nicht angegriffen wird. Und es hat funktioniert. Luxun. Ignoriert Lidwe, obwohl er fast tot ist, und greift stattdessen lieber Xugong an, der mir komplett egal ist. Das heißt, wenn er jetzt stirbt, ist es nur Xugong. Der kann einfach ersetzt werden. Lidwe kann theoretisch auch ersetzt werden, aber. Ne? Warum wird Hund. Dieses Spiel nervt mich heute. Warum wird Huanzhong getroffen? Was hat Orr für eine Range? Aussetzen. Du hast noch so viele Truppen.
Charge all attack, wenn er kommt. Ach nee, der leuchtet nicht, ne? Nee. Ach komm. Bei dir klappt wenigstens der all attack. Oh, never mind. Dann machen wir es so. Li Jui, er gibt noch nicht auf. Er ist fast tot, aber er gibt nicht auf. Er hat noch so viele Strategien, die noch alle genutzt werden wollen. Und sie werden genutzt. Der Typ von Yuan Shu, das ist nicht ein Offizier von Yuan Shu, der ist jetzt raus. Aber der eine Typ, der da am Leuchten ist, der gefällt mir nicht. Das ist, glaube ich, Jiang Qin, der so 11.000 Truppen hatte. Ja, Jiang Sun ist raus. Und jetzt haben wir vielleicht die Möglichkeit, Lu Xun irgendwie zu cornern. Das wäre so gut. Mann. Please. Irgendwie müssen wir den noch zerbersten können. Okay, der Bogenschütze hängt da unten fest. Im Wasser. Greift natürlich trotzdem an. Macht aber nicht viel, viel Schaden. Und er ignoriert schon wieder Li Jui. Als ob er Li Jui einfach gar nicht als würdig erachtet. Das ist so komisch. Er ist immer nur eine Bedrohung, wie du gesehen hast. Und schätzt ihn nicht. Schön, weil Liu Zhong ist einfach die Truppenstärke. Hat so viele Truppen. Nein! Ey, oh, guckt euch diese Range an. Jetzt weiß ich auch, warum Oh Oh heißt. Weil wenn der Gegner das auslöst, dann denkt man sich, oh, diese Reichweite. Deswegen heißt es Oh. Aus keinem anderen Grund. Oh mein Gott. Und Oh, zwei ist doppelt ärgerlich. Die Gegner auch noch aussetzen müssen. Eieiei. Das ist actually geil. Das ist actually geil. Das war geil. Das war keine Combo, aber immerhin. Oh, das ist Jiang Qin, der hat mal 11.000 Truppen. Hatte. Hatte mal 11.000 Truppen. Angriff! Neue Taktik? Ach, schade. Bringt nichts. Yes. Oh nee. Wir haben keine Kombos mehr. Wie gesagt, es ist schlau, wenn wir jetzt Lu Xun komplett rausnehmen. Wir probieren's. Jetzt haben wir 8, Flank, Pierce, Arrow. Könnte funktionieren. Machen wir mal lieber von hier. Okay, jetzt bin ich gespannt. Komm schon, der muss ja auch jetzt in Position gebracht werden, weil sonst funktioniert Flank gar nicht. Aber vielleicht hilft da der Arrow. Ich denke, der Arrow hilft. Ja, dank des Arrows guckt er jetzt in die richtige Richtung, sodass Flank auch noch funktioniert. Das ist mega cool. Yay! Ja, ich glaube, wir haben gewonnen. Ja, boah, das war der Schlag. Das war eine Schlacht. Eine Schlacht, 34 Minuten, Leute. Wir haben nichts anderes gemacht. Und das war wirklich eine Schlacht, wo ich permanent gedacht habe, das könnte voll nach hinten losgehen. Ich glaube, ich habe viel zu aggressiv gespielt mit den Raids am Anfang. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Ja, Lu Xun ist tot. Nice. Boah, und wir können jetzt wieder richtig unsere Truppen ausstatten. Gerade dieses Team braucht auch tatsächlich neue Taktiken. Dieses Team hat es notwendig. So geschwächt. Und die Wu-Truppen können uns ruckzuck wieder angreifen. Level up. Ja, guck mal.
Was habe ich gesagt? Hong Rong reagiert. Oh, you love to kill. Warrior as great as Lord Tai Chi Si, serve my liege. You're too generous to the vanquished, but I cannot submit. One day you will realize my lord is a virtuous ruler. Ach, oh, schade. Ein Versuch was wert. Ja, oh, zwei. Eben noch von ihm gesprochen. Jian An gehört auch wieder uns. Und wir haben ihn, Yuan Tan. I am Yuan Tan. I believe you are the one to conquer the land. I shall give my all until you reign supreme. Ist der tyrannische Stefan Nuance? I am too late. I believe you are the one to conquer the land. Komm rein. Nicht reden, komm rein. Und jetzt Feng Ji. I am Feng Ji. I shall serve you with all the knowledge at my disposal. Oh, ich kann keinen französischen Akzent, weiß nicht. Ich wollte einen französischen Akzent und. Please make full use of my strategies. Kind of, das war schon besser. Heißt, das hier und kann keinen französischen Akzent. Yep. Naja, ich komme ja auch nicht aus Frankreich. So. Yep, Jinx One. Mr. Useless. Es wird Zeit, dass wir aus dir nützlichen Krieger machen. Aber ich glaube, es wird erstmal für was anderes Zeit. Dass wir uns um dieses Team kümmern. Denn die sind am Struggle. Richtig am Struggle. Das geht nicht mehr so weiter. Ach du Scheiße, ist das geil. Ich glaube, wir brauchen Aid. Aid geht immer. Wisst ihr, was noch immer geht? Ah, Aid 2. Ja, mit dem Bogenschützen ist super. Klar. Ja, dieser doppelte Ambush. Ich weiß nicht, was ich da verhalten soll. Boah. Hat aber schon wieder ordentlich viele Truppen jetzt. Oh, 16.000 hast du. Ich rieche mich über Jiangxin auf, aber wir haben jemanden mit 16.000 Truppen. Alles klar. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Not gonna lie. Da wäre doch noch ein bisschen Geld übrig. Mr. Useless. Was machen wir mit dir? Mega scheiße, oder nicht? Das hier ist schon besser, aber All Charge 2 ist doch nicht gut. Das ist doch nicht gut, Leute. Ich find's zum Kotzen. Der hat schon Pinzer. Mann, bist du für irgendwas gut? Nicht wirklich, ne? Na komm. Ist schon besser. Ist schon besser. Wenn wir jetzt hier Pierce rausnehmen, was komplett beschissen ist, dann haben wir einigermaßen ein gutes Moveset. Kann ich nicht denyen. Ja, wie sieht es bei anderen aus? Ach stimmt, dem wollte ich ja noch irgendwas Vernünftiges geben. Ja, der geht nur auf die War-Schiene. Ambush lasse ihn trotzdem, einfach weil es zu ihm passt. I mean, historisch gesehen hat er Pangtong geambusht. Und so viel Respekt muss sein. Raid passt zu ihm. Oh, wir haben schon wieder das ganze Geld verbraucht. Und Repel, I guess.
Oder? Oder Charge. Charge for Repel. Repel. Und damit ist dann Rennen auch gar nicht mehr so schlecht. Habe ich noch Geld? Ihr wisst, was ich vorhab. Ihr wisst das eh. Nein, ich hab kein Geld mehr. Ich bin so doof. Egal. Von wegen, der macht nur War. Pit wäre geil gewesen. Gibt's so. Neko. Dieses Team ist so fucking gut mittlerweile. So gut, dass das Team sich denkt, wir können es mit der ganzen Welt aufnehmen und schnappen uns jetzt Ding Feng. Wenjong, der macht hier mit der Eroberung weiter. Schnappt sich das hier. Und hofft, dass er nicht angegriffen wird. Oh Mann, ich will nicht angegriffen werden. Und wie gesagt, Shao Dun lebt noch, wie ihr seht. Er lebt einfach noch. By the way, wir haben doch jetzt hier einen Schuh. Okay. Yuan Tan, Feng Ji, Yuan Shu. Yuan Tan, Yuan Shu, Feng Ji. Okay. Das darf ich nicht vergessen am Ende des Parts. Feng Ji. Yuan Shu und Yuan Tan. Dass man nicht vor oben nach unten gehen kann. Mann, ich muss mal so weit scrollen. So. Dann. Feng Ji, du wirst... Keine Ahnung, wo du nötig. Ich schaue nochmal nach gleich. Yuan Shu, der kann Yuan Shao rekrutieren. Das Problem ist, Yuan Shao ist hier. Oh nee, der ist sogar da oben. Das ist problematisch, ne? Das ist halt feindliches Terrain. Ja, neutral steht da. Trotzdem. Dann gucken wir nochmal nach. Genau, Yuan Tan. Da muss Feng Ji hin, okay. Da oder da? Lieber hier oben erstmal. Wenn ich so weit komme. Nee. Nicht in dieser Runde. Was? Shao Dun hat gar keine Armee hier aufgestellt. Wir kommen das einfach so, oder was? Als ob. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Naja, an dieser Stelle speichern wir mal. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome, eure Cecile. Ciao! We'll be right back.